Alter, ich mag diesen Verschmäh-Typ nicht. Ehrlich nicht. Das muss doch nicht sein. Gut, aber zumindest weiß ich jetzt, was mich hier erwartet. Jetzt kann ich hier frohen Mutes einfach rein. Wird schon. Wir wissen ja, was wir tun müssen. Wir sehen es ja, also ich zumindest. Ich weiß nicht, ob ihr es auf YouTube auch seht. Aber ich weiß, was ich tun muss. Da hinten ist er. Muss hier irgendwo hin. Da ist die Treppe. Langsam, vorsichtig. Okay. So. Okay. Er kommt nicht hoch, ne? Bitte Musik, hör auf. Also ich mag solche Verfolgungsjagden gar nicht. Besonders nicht bei solchen Horrorspielen und auch nicht diese ganzen Jumpscares und sowas und Actionmusik, hör auf. Er verfolgt mich doch gar nicht mehr. Ich bleib jetzt einfach mal ganz kurz sitzen, bzw. stehen, um einmal ein bisschen Luft zu atmen, sozusagen. Vielleicht gehen wir zu einem Typen hin, lassen uns bestimmt von ihm in irgendeiner Weise erschrecken. Ich weiß ja nicht. Nee, okay. Der ist halb so wild. Er sieht nur scheiße aus. Damit komme ich klar. Mailwort. Hier entlang. Er speichert. Gott sei Dank. Wir müssen da nicht nochmal durch. Was hängt? Geht's dir noch gut? Ja, ist ja gut. Ich bin doch zurückgegangen. Meine Güte. Gehen wir halt hier lang. Ich bin da ja nicht so. Dachte jetzt schon, der schlägt jetzt mit seinem Knüppel auf mich ein. Aber anscheinend nicht. Gehen wir hier lang. Nicht, dass er uns da nochmal folgt. Jetzt ist es wieder sehr hell. Da sitzt so einer und heult rum. Der da ist am Dingens dran. Was ist mit dir? Nix? Okay. Gut, und wieder gehen wir nach unten. Wir sind ja gerade erst nach oben gegangen. Natürlich ist es in der Männerumkleide hier auch wieder, ne? Mit blutigen Kanälen. Und da hinten ist jemand langgelaufen. Hervorragend. Er hat mich jetzt fast gar nicht erschreckt. Eigentlich hat er mich nicht erschreckt, nee. Merkwürdig eigentlich. Ich glaube, ich höre jemanden schluchzen. Das ist wahrscheinlich der über uns. So. Da hinten läuft er lang. Da kommt jetzt hier gleich wieder was von oben runtergefallen. Ich kann es mir gut vorstellen. Schrei in weiter Ferne. Warum? Warum schreit jemand? Oh nee, und jetzt wieder durch so eine enge Dings. Oh nee. Alter, dieses scheiß Ventil, ne? Muss mal jemand austauschen hier. Bevor wir so hochgehen, schauen wir doch noch mal kurz hier hinten. Warum ruckelt denn das so? Warum ruckelt denn das so? Geht. Ersatzlager. Was haben wir hier? Mensch, der kommt mir fast bekannt vor. Die Fliegen tummeln sich da.
Ist ja alles auf den Haufen geworfen. Und wir haben eine Notiz, glaube ich, gemacht. Ein Festmahl für die Fliegen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Kanalisation noch schlimmer riechen könnte. Hunderte von Leichen in einem Raum. Tausende von Fliegen. Ist das der Weg nach draußen, von dem der Priester gesprochen hat? Naja, draußen ist immer relativ. Darum, ne? Weißt du selbst. Ist nie gut. Wir sollen jetzt... Jetzt sind wir ja gerade runtergegangen. Jetzt wieder nach oben. Erreiche das Hauptgeschoss der Männerstation. Ist ein Licht, das flackert? Hier kann ich nicht durch. Linke Maus gedrückt. Gut, also kann ich hier diese schweren Gegenstände einfach mal wegschieben. Das ist doch gut. Da sitzt wieder jemand. Hallöchen. Hallo? Hallo? Bleib ganz ruhig, ja? Ganz ruhig bleib. Oh, nee. Ist hier gerade das Licht ausgegangen. Ich dachte jetzt schon, da passiert irgendwas. Wir sollen dem Blut folgen. Und hier hat auch wieder jemand Blut an den Schuhen. Hallo? 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 Jemand da? Hallo? Aufmachen! Ach nee, ist ja schon auf. Okay. Alles hier mit Blut und Stühlen und... Wahrscheinlich wurden hier Leute gequält oder so. Ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht erfahren. Um ehrlich zu sein. Wir gehen jetzt hier nach oben. Wir sollen ins Hauptgeschoss. Da kommen wir aber nicht lang. Verdammt, wir müssen uns einen anderen Weg aussuchen. Vor allem aussuchen, ne? Irgendwer klopft hier. Alles Schlimmes. Nee. Du bleibst schön da. Was sagst denn du dazu? Wir machen einmal die Tür zu. Gut. Tür ist zu. Hey, du Kleiner. Willst du nicht darüber reden? Nicht? Oh, er will nicht reden. Er will nicht mit uns reden. Oh. Ja, ist mir auch egal. Ist hier vielleicht eine Batterie? Irgendwo? Nee? Dann nicht. Schwarze Müllsäcke. Also auch die haben schwarze Müllsäcke. Die betreiben auch Mülltrennung hier. Auch wenn man keine Wertstoffsäcke sieht. Ja, aber wer braucht schon Mülltrennung, wenn man den Müll auch auf den Boden legen kann? So, und wir sollen jetzt wahrscheinlich hier durch, ne? Ne, ziehen kann ich das nicht. Ich kann es nur schieben. Ja, dann schieben wir es mal weg und öffnen jetzt die Tür, wo eben noch jemand gegengebollert hat. Hallo? Hallo? Niemand da? Was ist das hier? Wo bin ich hier? Was seid denn ihr für komische Dinger? Ihr werdet hier immer größer und kleiner. Das ist ja... Ist ja interessant gemacht von Game Design her. Komische Ameisenkäfer. Mit Wespenkörper. Keine Ahnung. Nom 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 nom. Heute lecker öliges Brötchen zum Mitnehmen.
mit Knusperinnereien und so. Und ja, die. Das sind ja auch tolle Ameisen-Käfer-Dinger, die spawnen einfach nach einer gewissen Zeit. Faszinierend. Die sind hier überall. Kotzt nicht rum da hinten. Darf nicht schlafen. Wernicke wartet dort auf mich. Wo, da drin? Ist das Wernicke? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist einfach nur einer von denen, die wir sowieso schon kennen. Alter, was haben sie mit dir gemacht? Teilweise einfach nur das Fleisch weggenommen, Knochen übergelassen und den da rein auch. Ist ja lecker. Oh, wie barbarisch. Hätte von mir sein können. So, Krankenbericht von Rick Traeger. Dieser Patient hat es leider auch nicht geschafft. Ich habe mein Bestes gegeben, ihm das Fleisch abgenagt, aber ich bin ja schließlich nur ein Doktor, kein Wunderwirker. Und ich bin noch ziemlich neu in diesem Geschäft. Ich lerne die ganzen Erstkniffe noch. Ja, das macht Sinn. Wie auch immer. Jemand muss schließlich das Fett von dieser Katastrophe namens Project Wallwider wegschneiden. Wir haben viel Geld verloren, seit der Sache wegen diesem Billy gescheitert ist. Das macht Sinn. Aber mir ist es gelungen, das Personal um über 80 Leute zu reduzieren. Kurzfristig gesehen bedeutet das Ersparnisse bei den Gehältern und langfristig bei den Renten und den Kosten für die medizinische Versorgung. Und ich habe viel über Biologie gelernt. Ich war mir bisher nicht ganz sicher, aber jetzt kann ich mit absoluter Gewissheit bestätigen, dass ein Mensch ohne Nieren nicht leben kann. Man lernt jeden Tag etwas Neues dazu. Man sollte was sagen, du Doktor, ohne Herz kannst du auch nicht leben. Ach Gott, ehrlich, also manche Leute kannst du einfach nur in der Tonne treten. Ist mal wieder typisch Ärzte. Gott. Ich will gar nicht durch diese Tür gehen. Ich kann auch noch da oben. Wir testen erstmal, ob wir hier lang können. Zum Glück nicht. Ja, kotzt nicht rum hier. Alter, hier auch wieder, ne? Nicht mit Anti-Durchsicker Unterlage. Es ist ja mal wieder hervorragend. Alter, masturbierst du oder was? Meine Güte. Gut. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier hochgehen, mache ich eine kleine Aufnahmepause. Und ich habe die Befürchtung, dass mich jetzt irgendwas ganz Schlimmes erwartet, weil das hier halt auch so halbwegs episch aussieht, also episch für ein Horrorspiel, wenn du hier so stehst und überall so diese Vorhänge und geradeaus halt diese Tür, wo du nicht durch kannst. Ich erwarte Schlimmes. Also sage ich jetzt einfach mal Tschüss und bis zur nächsten Folge von Outlast. Bis dahin, viel Spaß euch noch. Tschüss.